Willkommen zurück zum Let's Play Still Life. Nachdem wir das letzte Mal den ganzen Part eigentlich, also so gut wie den ganzen Part damit verprasst haben, in diese blöde Leichenhalle reinzukommen, wegen diesem blöden Code, der auf der Rückseite von dieser blöden Karte ist, können wir nun endlich weitermachen mit der Story. Ich habe echt die Angewohnheit, mich immer komplett erst umzusehen, ne? Ich weiß nicht warum. Hallo, Clarice. Jetzt kann ich nachsehen, ob ich Metachlorines in meinem Blut habe. Oh, war das schlecht. Was hast du da gemacht? Das ist wahrscheinlich Claires Bericht, aber ich sollte mir erst anhören, was sie zu sagen hat, bevor ich ihn mitnehme. Nein, immer erst mitnehmen und gehen. Warum Leute anhören? Hallo? Soziale Kontakte sind überbewertet. Hey, Claire. Bist du mit den Laboruntersuchungen fertig? Noch nicht ganz, aber in groben Zügen kann ich dir schon meine Erkenntnisse mitteilen, falls du Zeit hast. Für dich? Immer. Also, im Blut des Opfers habe ich hohe Alkoholwerte und auch Spuren von Rohypnol gefunden, dieser sogenannten Vergewaltigungsdroge. Das dürfte erklären, warum sich das Opfer anscheinend nicht gewehrt hat. Es begann im ersten Zimmer. Das Opfer wurde geschlagen. Es fiel vermutlich da zu Boden, wo du den Blutfleck gefunden hast. Dann schleppte der Täter sie ins nächste Zimmer. Er riss ihr die Kleider vom Leib und schlug sie erneut. Ab da war sie bewusstlos. Er ließ sie so lange am Boden liegen, bis er genug Blut hatte, um die Nachricht an die Wand zu schmieren, die du mit dem Luminol entdeckt hast. Dann wischte er sie wieder weg. Aber er wusste offensichtlich, dass wir sie finden würden. Er zog das Opfer an den Haaren durch den Flur und blieb stehen, um seine Jacke aufzuhängen. Am Schluss brachte er sie ins Badezimmer, wo er sie ertränkte. Er drückte ihren Kopf so lange unter Wasser, bis sie tot war. Erst dann hat er sie verstümmelt, genau wie die anderen Opfer. Er stach 9-mal auf sie ein und schlitzte ihr vom Brustbein bis zum Unterleib den Bauch auf. Sehr krank und verstörend dargestellt, aber wirklich. Was denkst du? Ich glaube, die Verstümmelungen werden zunehmen. Bei den ersten drei Opfern ging er anders vor. Er schlug und ertränkte sie, aber er richtete sie nicht so zu. Glaubst du, er wird seine Vorgehensweise ändern? Wohl kaum. Die Opfer zu ertränken scheint ihm der wichtigste Part zu sein. Diese Messerstiche haben eine andere Ursache. Wenn wir nur wüssten, welche, dann könnten wir dieses Arschloch sicher schnappen. Außerdem hat er dem vierten und fünften Opfer das Gesicht verdeckt. Wahrscheinlich kannte er sie. Ich sag Miller, er soll mal deren Infos in Beziehung zueinander setzen. Und hast du sonst noch was Interessantes gefunden? Ja, einen partiellen Abdruck, der nicht vom Opfer stammt. Aha. Und hast du ihn mit dem Abdruck vom vierten Tatort verglichen? Noch nicht. Wenn ich sie vergleichen kann, sag ich's dir. Aber es sind eben nur partielle Abdrücke. Und das Zeug, das ich gefunden habe, hat nichts ergeben? Wenn es der Täter war, der seinen Mantel an den Nagel gehängt hat und nicht irgendein Junkie, wissen wir, dass er schwarzhaarig ist. Auf jeden Fall dient das Haar für DNA-Vergleiche und könnte ein Beweisstück darstellen. Die Fasern habe ich ins Labor geschickt. Mal sehen, ob die irgendwas Besonderes feststellen. Ach, ich wollte dich schon lange fragen. Hast du sie angerufen? Angerufen? Nein, mir fehlt einfach der Mut. Könnten wir nicht lieber ein anderes Mal darüber reden? Klar. Aber versprich mir, dass du sie anrufst. Wen anrufen? Okay. Ich versprech's. Also dann, ich muss los. Vergiss nicht meinen schönen Bericht. Ist echter Handarbeit. Er liegt auf dem Tisch. Wen soll sie anrufen? Naja, muss ich nicht verstehen. Jetzt haben wir den Bericht. Und können wieder nach oben und Miller die ganzen Sachen bringen. Es ist so herrlich. Hallo? Hallo, mein Schatz. Hallo, Papa. Ich habe gerade die Nachrichten gehört. Ein weiteres Opfer? Ja, noch eins. Und wie geht's dir? Alles in Ordnung? Ja, geht schon. Aber wir kommen einfach nicht voran. Und ich hasse es, untätig zusehen zu müssen. Die Sache fängt an, mir zu schaffen zu machen. Dann solltest du aber schleunigst herkommen und dich ausruhen. Entspann dich doch ein bisschen im Jacuzzi, um wieder auf andere Gedanken zu kommen.
Außerdem ist doch bald Weihnachten und ich habe ein kleines Geschenk für dich. Ach, wirklich? Ich habe auch gefunden, was du dir gewünscht hast. Aber möchtest du nicht lieber ein richtiges Geschenk? Nein, ich möchte genau das. Also kommst du nun oder nicht? Klar komme ich. Dann also bis gleich. Papa? Ja, mein Schatz? Danke. Du weißt doch, dass du jederzeit kommen kannst. Bis gleich. Tschüss. Also, eins muss ich ja sagen, die Synchrostimme von dem Vater, die ist sehr gewöhnungsbedürftig. Also, ich mag die persönlich gerade überhaupt nicht. Ich finde, die ist zu platt. Naja, wir bringen erstmal Miller den Bericht und dann geht zu Papa nach Hause. Und das Schöne ist, wir waren so ein paar Minuten in dieser Leichenhalle und haben, was weiß ich, über 10 Minuten gebraucht, überhaupt da reinzukommen. Sieht so herrlich dämlich aus, wenn sie joggt. Nein, ja, ich weiß, aber... Ja, aber... Hier ist Claires Bericht. Und Miller, vergleich doch nochmal die Daten von Opfer 4 und 5, um sicherzugehen, dass wir nichts übersehen haben. Okay. Ich überprüfe sie nochmal in der Datenbank. Danke für den Bericht. Ja, ich... Nein, ja, ich weiß, aber... Wir sind aber unhöflich, ja, ne? Quatschen da einfach mit dem Dings... Ja, rein. Dieses verdammte Wetter zieht mich total runter. Muss mich erstmal aufwärmen, bevor ich wieder rausgehe. Noch immer auf Streife? Ja, leider. Die lassen sich Zeit. Nur nicht den Mut verlieren. Ja, da haben Sie recht. Naja, jetzt haben wir hier jedenfalls alles abgegeben und können zu Papa nach Hause. Und ich merke gerade, dass mein Bein anfängt einzuschlafen. Nein, ich darf nicht mehr drauf sitzen. Ah, ich muss mich bewegen. Autsch. Ah. Ehrlich, angenehm. Schön, wenn dir da Blut ins Bein kommt. Und das Taubheitsgefühl so weggeht. Vor allem noch das Kribbeln und alles. Und was kann sie am schönsten? Rennen. Sieht so cool aus. Es sieht so dermaßen genial aus. Es ist herrlich. Ja, jetzt haben wir ein neues Ziel. Wer hätte das gedacht nach dem Telefonat? Sieht aber auch schön aus. Aber die Fenster erinnern mich teilweise an eine Kirche. Papa? Ich bin hier. Wie gesagt, ich mag diese Synchro-Stimme nicht. Hallo, Papa. Hallo, mein Mäuschen. Willst du nicht doch lieber ein anderes Geschenk? Nein. Na dann. Hier, für dich. Jetzt bin ich aber gespannt, was da drin ist. Danke, mein Schatz. Du weißt doch, dass ich solche Sachen liebe. Und hier ist dein Geschenk. Eine Kette. Wo hast du das denn her? Ich dachte, das hätten wir verloren. Habe ich auf dem Speicher in Opas Truhe gefunden. Du solltest mal einen Blick reinwerfen, um die eine oder andere Kindheitserinnerung wieder wachzurufen. Mach ich. Danke für das Geschenk. Ich wusste, es würde dir gefallen. Erinnerst du dich noch an seine Geschichten? Wie sollte ich die vergessen können? Am liebsten hörte ich ihn von Paris erzählen. Das war so geheimnisvoll. Aber du wolltest immer von London hören. Ja, war romantischer. Was er mir aber nie erzählen wollte, war, wie er Oma kennengelernt hat. Warum er darüber nicht sprechen wollte? War das keine schöne Erinnerung? Doch, bestimmt. Aber das war ein heikles Thema. Ich glaube, als er seine Oma kennenlernte, hat er eine ihm liebe Person verloren. Und die Erinnerung daran schmerzte ihn. Wo haben die sich eigentlich kennengelernt? Ich glaube, in Prag. Apropos Oma. Meinst du, du könntest dieses Jahr mal ihre Weihnachtsplätzchen backen? Das wäre echt schön. Ich hab's geahnt. Ach, das geht doch ganz schnell. Schon gut. Ich backe welche. Das ist lieb. Steht schon alles in der Küche. Was für ein Zufall. Ich schaue mich da mal auf dem Speicher um.
um in Erinnerungen zu wühlen. Okay, mein Schatz. Ich bleib hier unten. Was? Ein Buch hat doch da nie reingepasst. Ein Billardtisch im Wohnzimmer. Will ich auch mal später haben, aber nicht im Wohnzimmer. Ich hab seit Jahren nicht mehr gespielt. Das geht sicher in die Hose. Aber ich werde erstmal auf den Speicher gehen. Wahrscheinlich muss ich da nach oben gehen. So ganz spontan. Okay, hier ist nichts. Da kann ich rein. Sein Papas Zimmer? Herrlich. Was soll ich denn da? Aus. Ihr altes Kinderzimmer, kann das sein? Früher waren Teddy und ich unzertrennlich. Sonst noch was? Da, im Schrank. Ach, da geht's zum Dachboden. Ach ja, die Falltür zum Speicher. Ich komme da nicht dran. Es gab doch da einen Trick, um sie zu öffnen. Ja, bestimmt nicht mit der Halskette. Wenn's einen Trick gab, dann wahrscheinlich eher mit den Kleiderbügeln, die da drin hängen. Früher waren Teddy und ich unzertrennlich. Jetzt wissen wir schon mal, wo der Speicher ist. Warum ist der Speicher ausgerechnet in ihrem Zimmer? Ist auch ein bisschen komisch. Ich kenne das normalerweise, dass er generell im Flur so ist. Ein altes Gemälde meines Großvaters. Aus seiner Zeit in Paris, glaube ich. Da, Macpherson. G. Macpherson. Auch wenn eigentlich... Das kann direkt der Nachfolger ist, ne? Glaube ich trotzdem, dass ihr Großvater die Person aus Postmortem ist. Ich wollte schon sagen, aus Paris, die wir da gespielt haben. Ja, das würde dann erklären, der Nachname und G. Ich weiß Macpherson, nicht, warum, aber Bilder, dieses Bild Paris. Habe ich noch nie gemocht. Aber ich frage mich, was das für ein Trick war. Der da angeblich funktionieren soll. Oh, Schirm! Das wird mir nützlich sein, um auf den Speicher zu kommen. Per Zufall eben gesehen. Dann gehe ich aber mal kurz in die Küche. Obwohl, wenn ich weiß ja gar nicht das Rezept. Muss ich das wissen? Für die Plätzchen? Oh, ich bin sogar direkt in die Küche gegangen. Ja, da ist das. Vielleicht soll das ein Wink mit dem Zaunfall sein. Mach ich später. Okay, machst du später. Wo geht's hier lang? Ach, ins Esszimmer. Ich kann schon Esszimmer nicht mehr sagen. Okay. Ja, also die Einrichtung ist teilweise etwas geschmacksbedürftig. Aber im Großen und Ganzen gar nicht mal so schlecht, finde ich. Hat Potenzial. Und ist groß. Oh, ein Jacuzzi. Ein ausgezeichnetes Programm. Ein eiskalter Wodka, ein Glas guter Rotwein und ein heißes Bad. Wird wohl warten müssen. Ja, das Schöne muss immer warten. Ich hätte auch gerne einen Jacuzzi. Passt aber nicht in meine Wohnung rein. Leider. Ganz zufälligerweise. Komm, renn. Ihr Laufstil passt jetzt wenigstens zu ihren Schuhen. Ja, ich weiß, du kommst Ach da nicht ja, ran. Die Falltür zum Speicher. Ich komme da nicht ran. Es gab doch da einen Trick, um sie zu öffnen. Ja, gab es. Einen Regenschirm. Oh, oh Gott, sie läuft woanders hin. Naja, das mit dem Speicher machen wir jedenfalls erst im nächsten Part. Bis dann, tschüss, eure Tai.